Seit 2014 organisieren wir im Hotel Bayerischer Hof im Dachgarten Design von Jean Mancou die Salongespräche. Die Salongespräche bieten Partnern und Sponsoren die Möglichkeit der Präsentation ihrer Marke und zum Netzwerken in einer exklusiven Zielgruppe. Das Thema heute klingt jetzt erstmal super spannend, ne? Technik und Spiel über die Lust quer zu denken. Aber wenn man dann einmal nachdenkt, dann fragt man sich natürlich, haben wir den Raum wirklich noch dafür? Bitte schön. Das spielende Kind. Für mich war es Freiheit. Also das war für mich der Kern des Spiels. Wir haben ganz viel Tennis gespielt, Fußball gespielt und ich glaube so diesen Wettkampf suchen und sich zu messen. Das ist sehr Teil von mir geblieben. Also ich glaube, Kreativität wird immer wichtig sein. Und auch gerade in dieser Welt, wo so vieles messbar geworden ist, gibt es, glaube ich, trotzdem noch eine riesen Wertschätzung dafür, für Sachen, die einen berühren, die einen überraschen, die einen in irgendeiner Art und Weise aus diesem berechenbaren Alltag rausnehmen. Ja, so ein echter Querdenker, der kann ganz schön anstrengend sein, ne? Weil er ja Dinge zuerst mal äußert, wo man selber oftmals kurz erstaunt ist und denkt, was passiert denn da? Und das ist für mich immer ein Zeichen, wenn ich selber irritiert bin, dann ist das ein Zeichen für mich, da hat sich einer besondere Gedanken gemacht und das spornt mich wieder an, genau hinzuhören. Wie haben Sie Ihr Team trainiert oder wie gehen Sie mit denen um, dass die eben wirklich kreativ sind und in all diesen Zwängen, in denen sie ja sind, dann wirklich diese Ideen produzieren? Das ist schon schwierig. Also ich habe ein paar Kollegen hier sitzen, die kennen den Werdegang. Ich wurde ganz lange irgendwie so angeschaut, wie die Lehrerin im antiautoritären Kindergarten, die dann irgendwie gefragt wurde, Ute, müssen wir heute schon wieder machen, was wir wollen. Es war ein fantastischer Abend. Also es waren großartige Gäste heute da, es waren tolle Leute da. Ja, die Atmosphäre war sehr lebhaft. Von Design zur Digitalisierung, verschiedenste Themen angesprochen. Den Abend fand ich sehr interessant, weil ich glaube, ich habe einmal die alte Welt gesehen und einmal die neue Welt gesehen. Eine Erkenntnis des Abends, wieder mal über Intuition nachzudenken. Mehr Freiräume für Kreativität schaffen. Ich glaube, das kommt heutzutage in unserem Leben einfach viel zu kurz. Vor allem das Thema mit dem Spielen, so mit dem Rückblick in die Kindheit, habe ich für mich entdeckt, dass ich im Prinzip als Kind, als Sechsjähriger schon das gespielt habe, was ich jetzt eigentlich professionell mache. Ich glaube, die wichtigste Erkenntnis war, dass spielerische Dinge oft zu sozusagen Ideen führen, die man im Regelkostüm nicht erreicht hätte. Die Besetzung dieses Salons fand ich insofern wahnsinnig spannend, weil die beiden im Anschluss gesagt haben, es ist wirklich interessant, wie viel Schnittmengen wir haben. Dass wir heute viel, viel mehr im Dialog mit dem Kunden sind, uns fragen, wie fühlt der Kunde und wie kommt dieses Gefühl in unsere Arbeit hinein. Das ist sehr neu, sehr modern und für beide sehr ähnlich. Wir haben uns abgesprochen. Er hat sich angezogen wie ein Stardesigner und ich wie einer von der Lufthansa. Also,